Sinn des Lebens? Viele unnötige Spekulationen und Verwirrungen haben ihre Ursache einfach darin, dass versäumt wird, die Begriffe Sinn und Leben eindeutig und klar zu definieren. Der Sinn des Lebens bestand in der Philosophie der Antike in der Hauptsache in der Erlangung der Glückseligkeit. Die Deutung des Verhältnisses zwischen dem Menschen und seiner Welt. Nach Nietzsche besteht die Aufgabe des Menschen darin, einen höher entwickelten Menschentypus hervorzubringen, den Übermenschen. Die Bedeutung der individuell gegebenen Lebenszeit eines Menschen. Der Wartende! Der Wartende. Viele Menschen wählen den Weg der Verdrängung. Der innere Konflikt ist es, der ihnen den Wartezustand versetzt. Sie weichen einer Auseinandersetzung mit der Sinnfrage und letztlich auch mit sich selbst aus. Der Wartende. Er ist sich seiner Fragestellung wohl bewusst. Doch wagt er es nicht, sie öffentlich zu stellen. So funktionieren sie zwar im Alltag unauffällig weiter. Er wartet ab, lässt andere arbeiten. Doch haben sie eine Existenzform der Uneigentlichkeit. Sieht zu und versucht dabei mögliche Antworten zu finden. Das heißt, eine nicht authentische Lebensweise gewählt. Weiß jedoch selber nicht genau, wo diese liegen oder wie diese auszusehen haben. Der Wartende. Der Sucher. Der Sucher. Die Auseinandersetzung mit dem eigenen Lebenssinn kann aber auch zu einer oder mehreren. Neugier ist seine Gabe. Positiv bestimmten Antworten führen. Jedoch zugleich auch sein größtes Leid. Der Sucher. Voraussetzung für eine individuelle Antwort auf die Sinnfrage ist dabei, er ist gierig. Entweder die Annahme einer gewissen Freiheit des Menschen, er verlangt nach Antworten, nach denen er eifrig sucht. Den Sinn seines Lebens selbst zu wählen, Motivation ist sein eigener Wille. Stößt er auf eine Antwort, müssen neue her. Oder, dass ein vorgegebener Sinn, zum Beispiel von Gott gegeben, ermittelt werden kann. Wer in unbekannte Früchte beißt, muss auch das Gift ertragen. Der Sucher. Der Finder. Der Finder. Eine grundsätzliche Schwierigkeit bei der Argumentation eines Lebenssinns. Ungeduld zwingt ihn dazu, schnell zu handeln. Ist die prinzipielle Möglichkeit, einen einmal akzeptierten Sinn wiederum zu hinterfragen. Doch Ungründlichkeit ist eines seiner Makel. Die Suche nach dem Sinn des Sinns führt schnell. Der feste Wille dient als Motivation. In einen unendlichen Regress. Antworten zu geben. In dessen Verlauf sich die Frage als nicht oder nicht endgültig zu beantworten darstellt. Sich zu äußern, sie nicht für sich zu behalten. Er ist nicht der beste Sucher, aber dadurch ein ebenso williger Finder. Der Finder. Okay, Leute. Der Sinn des Lebens. Ist das euer Ernst? Glaubt ihr diesen Quatsch? Mit Suchern, Findern und Wachenden? Oh, der Wachende. Na, wo reiht ihr euch ein? Lasst ihr euch auch so pauschalisieren? Bullshit. Nichts als Bullshit. Ihr solltet euch einen eigenen Kopf machen. Nicht von anderen Leuten eine depressive Stimmung einreden lassen. Okay. Angenommen, ihr findet die Antwort. Die Antwort auf die Frage aller Fragen. Die Antwort auf alle Sinnfragen. Was bringt euch das? Geht es euch dann besser? Okay, pass auf. Ich schnippe jetzt mit dem Finger und ihr habt sie. Ihr habt die Antwort. Einfach so, okay? 1, 2, 3. Boom. Ja, da braucht ihr gar nicht so zu gucken. Geht's euch jetzt besser? Manche Fragen sollten Fragen bleiben. Wir sehen uns doch, oder?